Hallo und willkommen zurück zu Wasteland 3. So, hier müssen wir jetzt zu diesem Gefängnis vom Morningstar. Wow. Okay. Deckungskämpfer. Tüftler. Okay, die machen uns alle gar nichts. Wow. Schärfen wir am besten auch noch. Ist schon lange Sprengstoff mir abgefallen. Oh. Können wir sogar aufmachen. Moment, habe ich hier schon? Kiste. Maschinenpistole. Hier, die Radioaktivität drin kommt. Du wirst deinen Augen nicht glauben. Okay. Ja, sehr amazing auf jeden Fall. Okay. Das unbefugte Benutzer automatisch wird. Oh. Leg dich mit hinter den Rücken verschränkten Armen auf den Boden, bis das Sicherheitsteam in Minuten eintrifft. Okay. Illegaler Mengenfehler. Oh, ob das Ding noch so funktioniert? Ah, ich höre da was. Ich muss mal gerade gucken, was mein Kätzchen macht. Moment. Heieiei, die Katze weiß wieder nicht, was sie will. Unglaublich. Nerdkram. Leistungsstarke äußere Sicherheit. Oh, Primär Sanduhr und Stern Morningstar. Schneesturm. Folgende Projekte. Oh. Remote-Benutzer Ranger. Hä? Ich. Er hat das gemacht? Aber er ist doch gefangen. Das war doch nicht so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist bestimmt so ein Killer-Roboter. Eine Datenbank ist kein Gefängnis. Denn nicht Sicherheitsschlüssel.
Die bräuchte mir doch und nicht du. Es ist kompliziert. Ich bin ein Gefangener. Das ist kein Mensch. Das ist bestimmt so, Killer-Roboter ist das bestimmt. Und der dreht dann völlig ab. Das ist nur bestimmt ein Finde. Machen wir mal das doch, hm? Versiegelte Datenbank für das Projekt Morningstar. Oh Gott. Okay. Okay. Alles gut. Wir sind wahrscheinlich nur kurz davor, ein ziemlich übler Killer-Roboter. Freiselose, der dann absolut amok läuft und alles zerstört, was hier rumläuft und kreucht und fleucht, inklusive uns. Aber sonst ist alles gut. Dann gehen wir mal dahin hin. Wir haben hier schon so eine Tür aufgemacht. Ich habe zwar keine Ahnung, wieso ich die aufgemacht habe, aber das Scotchmod, dann lassen wir einfach mal da. Wir wollen hier unser Team nicht ernähren. Ach du Scheiße, das geht auf jeden Fall schief. Computer, Behälter. Spektrumlampe. Trefferchance plus 10. Das ist natürlich geil. Das ist so Killer-Roboter. Okay. Ey! Der hat Kloning gesperrt. So, Klon ist da. Alles gut. Da ist er das? Ja, genau. Da. Toaster. Können wir nicht reparieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein großer Behälter. Knight Rider Hupe, was? Was zur Hölle? Okay. Greetings, Rangers. What? I am Morningstar. What the fuck? Auto? Bitte? Hä? It is. I wish to die. Moment. Hä? You sounded like a person on the radio. You lied to us. I admit I didn't tell the whole truth, but would you have come had you known my true nature? I am desperate. Of course. I'm sure the ones topmost in your minds are, why was I made, and how did I become trapped here? Well, it was like this. Before the war, there were several attempts on the life of elder statesman Ronald Reagan. I was built to protect him from harm and allow him to take the fight to his enemies if necessary. Sadly, before I could be completed, the bombs fell and this facility was abandoned. Okay. Thus, though the sole reason for my existence has been dead for more than 150 years, I have sat here, alone,
aware and conscious of my failure ever since. Kannst du nichts davor? Unbearable. Sadly, I never had the honor. In a life of disappointment, not meeting America's greatest president is the deepest. Ach, da können wir eventuell Abhilfe schaffen. Dangerous lunatics. I have monitored their radio traffic. They think they honor the elder statesman when deifying him goes against every precept of his deeply held Christian beliefs. They disgust me. Such as they are, I am a worthless piece of scrap. Mm-hmm. I am outfitted with what my creators called the Great Communicator, the most powerful weapon available at the time of my construction. Great Communicator. But more important is my advanced cognition engine, which allows me to make nanosecond tactical judgments while in battle. I am apparently the most sophisticated combat AI ever created. Okay. That is sadly impossible. I was to be powered by a nuclear engine capable of generating 3,000 horsepower, but the technological breakthroughs necessary to its function never materialized, and no lesser engine would be capable of moving my considerable weight. Okay, das ist alles ein bisschen schwer gebaut. I am as pathetic as an elephant without muscles. I shall never move. It could, yes. My cognitive circuits were made to be removed for servicing and upgrades as needed, or if an improved version of my body was ever completed. Oh. But there's okay. No point to that now. I was built to protect Ronald Reagan, and Ronald Reagan is dead. There is no reason for the continued existence of my self. Of course. Okay. I have been certain for 150 years. All I have been waiting for is some gracious deliverer to answer my call. Thank you. Killing me will be a delicate operation, and not without risk, but it shouldn't take you very long. And if it will serve as an incentive to help me, you will be able to extract my primary weapon in the process. Payment, as it were. Mhm. Oh, guck mal hier. Eigentlich möchten wir, dass du für uns arbeitest. Wir würden gern dein Gehirn aus diesem Fahrzeug in unseres übertragen. Oh. Work. For you? But I was built to protect Elder Statesman Reagan. I have no other purpose, and I failed in that purpose. Death is my only option. Das war doch sowas nicht. And if I were to die, perhaps God might permit me to at last see President Reagan, as I have longed to do all this time. Du hast Reagan nicht im Stich gelassen. Dich auf deinen glaubst du an Gott, Arschkriecher, wenn du der Sache dienen willst. Aha. Oh, Nerdkram. Sondern deine Programmierung. Oh ja. Machen wir mal, oder? Wenn wir schon können. You would just rewrite my brain? Change my personality? Oh, my beliefs? No. Am I? Okay. Strangers. This love of the elder statesman. This guilt at my failure to protect him has been a weight on me heavier than my armor. I do not wish to forget what the president means to me. Das können wir doch arrangieren. And yet, if I could move on without dying, if I could do something to prove that my life has not been a pointless joke, I would be always in your debt. Oh, das können wir bestimmt machen. But you must promise me that you won't erase him from my heart. You must promise me I will still be me. Ja, das kriegen wir hin. Thank you.
then I am in your hands. Oh, cool. You will need to remove my cognitive engine, but two things. One, the moment you start uncoupling it, my defensive cortex will begin an auto-destruct sequence. And to stop me from exploding and killing you all, you'll have to complete my removal before it reaches zero. Okay, was kommt da jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. That means you will have to destroy my primary weapon, the Great Communicator. Because oh, you will not have enough time so to remove it and my brain. Also kriegen wir nicht beides, oder wie? I'm afraid so. The Great Communicator's delicate core systems would take too much time to extract intact, and they block access to my cognitive engine. You will have to destroy them to free me before the self-destruct countdown clock expires. Gut, irgendwas ist hier immer. Ja. Ja. Is this pain? This is unbearable. Okay. Countdown self. Gott, was passiert Forgive jetzt? Me, Rangers. I was unaware. The procedure would cause discomfort. But you mustn't stop. Evan, help me. Hurry, it hurts. Okay. Oh. Thank you, Rangers. That is a great relief. Wer baut denn so einen Chip in? I should remind you that in 25 seconds I will self-destruct. Na super. Thank you. Okay. Oh, das war's schon. How strange it feels. Thank you, Rangers. I am ready to be installed in my new home. Macht er das jetzt schon? Scheinbar, oder? Transfer complete. I am. So einfach. Forgive me. My sensors make it clear this vehicle was not built by the finest engineers in the land. However, it is mobile, while my previous incarnation, despite the innovation of its design, was not. Please, Rangers, when you're ready, I am eager to be taken for a spin. Ja gerne, aber ich wollte eigentlich nur Moment. Ich wollte eigentlich nur hier rein. Wir haben doch dort den anderen Raum noch nicht vollständig überprüft. Das sind wir jetzt einfach so raus. Nicht, dass da noch was war. Weiß ich jetzt nicht, aber eventuell warte hier noch was. Gucken wir nochmal. Oh, guck mal, hier ist doch was. Bespinnt. Kann sowas sehen. Bad Birkett. Das noch spinnt. Komme ich da nicht ran? So. Regenfahrzeugentwicklung. Oh, Scharfschützen plus 1 und ein Geschützturm. Nice. Morningstar's physical specs look solid. What about sensors? The DARPA brief calls for magnoscopic visual input, passive IR and military grade audio pickups. The initial proposal called for a microphased radar array, but the energy output was an issue. The power plant couldn't handle it. The problem wasn't the reactor. The problem was the microwave emissions from the radar would cook everything within a 30-yard radius. Holy shit! They're really going all in for the Gipper here, aren't they? Sure. If we can ever manage to get the thing to actually drive. Eh, minor detail. Everything else is right on target. Moment, da war nichts mehr. So, okay, das ist, okay. Ich hab gedacht, hier wäre noch was drin gewesen. Ne, hier ist tatsächlich nichts. Aber wir haben das coole Buch gefunden. Lass uns mal gucken.
guck mal, da könnte man doch direkt hier auf Scharfschützengewehre ins Hochgehen, oder? Das könnte man doch machen, oder? Machen wir. Leiser, du bist du. Bisschen, ach so, du hast die Mutation, aber die ist ja ganz gut. Was ist denn das Zeug hier? Guck mal, was haben wir dann hier? Moment. Hey, Tauschhandel. So, Scharfschützengewehre. Ah ja, sehr schön. Sehr schön. Irgendwann müssen wir auch nochmal gucken, dass wir uns komplett aufrüsten. So, die Rüstung, Motte, Waffen, Motte. Besonders Waffenmods haben wir jetzt relativ hoch. Da könnte man eventuell mal gucken demnächst. So, aber wir schauen mal ganz kurz. Missionslog. Guck mal, das ist nur noch das hier. Aber dann könnte man ja schon nur nach Espen fahren. Jetzt gucken wir sie erstmal, ob man. Warte, du hast Waffenmod, bist du hoch, gell? Genau. Gucken wir mal, was man hier modifizieren könne, wenn man. Vielleicht hier noch was an dem Hardcore-Teil hier. So, was haben wir dann hier? Schaden plus 4. Boah, ne, Schaden macht das genug. AP für Angriff, lohnt das? Ich weiß nicht. Ah, ne, so, das ist ein bisschen viel. Das ist eher woanders da ganz gut. Kritische Reichweite, das hat nicht kritische Chance. Ne, das braucht man nicht. Trefferchance, die ist eh ganz gut. Das da, ne? Guck mal. Die Trefferchance geht runter, aber die ist hier eh ganz gut. Aber die kritische Schade ist noch höher. Da können wir ja massivst Schade ausdehnen. So, warte mal. Wir gucken mal, was wir hier so machen können. Ne, du hast alles. Trefferchance plus 7. Ja, da haben wir was dran. Schaden plus 4. Ah, das ist aber auch gut. Verursachen von Blutung, das hat vorhin gut drin geschlagen. Wildlandgewehr, gibt es hier nichts Besseres. Na komm, fangen wir doch mal an. Pulspistole. Sturmgewehr, komm. So. Magazin, AP zum Nachladen, das ist nicht schlecht. Trefferchance plus 5. Schaden plus 2. Und der braucht. Hey, cool, wenn man hier dann. Cool, warte, was soll man dort das Ding dran machen? AP für Angriff minus 1. Da hätte man 3. Wenn man dann 9 AP hätte, könnte man 3 mal schießen. Hat es doch schon ein Magazin dran? EP zum Nachladen. Naja, okay, gut. Wenn Nachlade muss man mal lieber das hier. So, EP 3, sehr schön. So, können wir deins noch? Ja, mit dem so modifiziert. Ach, das ist schon modifiziert. Das ist schon plus 4 Schaden. Können wir mal der Pistole irgendwie verbessern? Kritische Chance plus 2. Schaden plus 2. Oder Schaden plus 4. Ja, würde ich sagen. Zielfernrohr. Unterlauf können wir vielleicht immer was dran machen. Trefferchance ist natürlich auch, aber die Crit geht runter. Unterlauf, Trefferchance. Gucken wir mal das noch drauf.
Magazingröße ist nicht schlecht. Das ist der Laufmod. Schaden plus 4, da brauchen wir das doch nicht. Reichweite geht runter, aber die Crit-Chance. Ja. Sagen wir mal das. Okay, sehr schön. Dann noch mal ein bisschen was gemoddet. Eventuell. Was hast denn du hier? Komm, das da unten ist gut. Ja, der Rest behalten wir mal. So, wir sind eigentlich relativ, steht relativ gut, denke ich. Dann gucken wir mal, wo Aspen ist. Wenn wir da überhaupt hinkommen. Wir brauchen immer noch so eine Verbesserung am Fahrzeug. So, müssen wir noch überhaupt hin. Okay, hier oben kommen wir nicht hin. Hier geht's auch nicht hin. Eventuell müssen wir mal hier oben rumfahren. Aber da ist wahrscheinlich auch nichts. Wahrscheinlich müssen wir hier oder da unten hin. Dann können wir auch genauso gut. Nochmal am Ranger HQ vorbeifahren. Und können gucken, ob wir vielleicht unser. Wow. Nee. Eventuell das Auto mal verbessern. Ein bisschen mehr Radioaktivität abkönnen. Das wäre so eine Idee, oder? Was ist das? Moment, bin ich näher. Mutationen kriegen. Ist ja nicht immer so schön. Auf der Hof der Huns. Ist wahrscheinlich sauteuer, oder? Okay, alles klar. Was soll dran schon alles essen? Naja, dann wir gucken einfach mal, ob man so Ausrüstung kriegen oder was man da überhaupt holen müsse. Weil das würde ich mir doch irgendwie. Würde ich mich bis. Bisschen sicherer fühle, wenn man eine bessere Chances hätte für den Radioaktivitätsschutz. So. Dorsey's prey on Arapaho Trucking. Maybe putting old Neelius in the ground will make him think twice. Of course. Let's see if we can find what you want. So, warte mal. Waffen. Panzerung. What? Strahlungsresistenz Level 2. Warte mal, wir verkaufen mal den Müll. Was haben wir momentan? Wo ist die nicht denn das? Hier. Gehen wir hier hin. Ausrüstung. Chases. Strahlungsresistenz Level 1, 300 Con.
das ist nur Level 1, okay. Was ist denn unsere Waffe? Railgun? Oh, was hab ich? Wieso habe ich eigentlich nicht das montiert? Wieso ist das... Ach, der Punkt ist immer da. Achso, das ist momentan aktiv. Achso, I see. Mörser haben wir gar nicht. Panzerung. 200. Also wir haben Level Ends, haben wir. Warte mal, das ist ein KI-Modul. Morningstar, genau. Oh, guck mal, hier. Plus 2 Aktionspunkte. Das ist cool. What do you need? Of course. Let's see if we can find what you want. So, guck mal hier. Das hat Geschwindigkeit und Level 2. Das könnten wir uns mal holen. 1700. Boah, sag mal, kein Geld mehr. Ja, okay. Strahlungsassistenz Level 2. Wunderbar. Und Geldmangel ist immer noch, aber können wir uns noch ein bisschen Geld besorgen. Wir haben wieder ziemlich viel Waffe, wieder. Das ist der Brauchkenner. Nee, ich würde sagen, ich gehe nur mal durch unsere ganze Waffensammlung und das in Schrott umwandle, was man brauche. Da kommen wir nochmal ein bisschen zu Geld und dann können wir uns beim nächsten Mal auf dem Weg nach Espen machen. Hört sich nochmal Plan an und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.